Moin moin und willkommen zurück bei A Frozen Flame. Okay, nur Frozen Flame. Das A war gefaked. Tut mir leid, Fake News hier, ne? Eine kleine Änderung im Spiel. Kam ein Hinweis von der Margarita, warum ich das Spiel nicht auf Deutsch stelle. Ja, als ich das erste Mal geguckt hatte, hatte ich da Englisch und irgendwas sehr Asiatisches, würde ich mal sagen. So Japanisch, Koreanisch, Chinesisch, irgendwas in der Richtung war das zur Auswahl. Und ja, sie hat mir aber auch geschrieben, komisch, sie konnte es auf Deutsch stellen. Ja, ich habe es jetzt auf Deutsch gestellt. Jetzt nicht, dass ich mit Englisch eigentlich nicht klarkomme, aber hier ist doch recht viel Text zu lesen und da haben wir ja bis jetzt schon gemeinsam bemerkt, dass das wohl nicht ganz so zuverlässig läuft bei mir, ja? Das ist so, ja. Danke für den Hinweis. Wir spielen jetzt erstmal auf Deutsch. Sobald ich aber bei irgendwelchen wichtigen Dingen auf sehr merkwürdige Übersetzungen stolper, werde ich das Englische wieder nehmen. Das ist ja auch der Grund, warum ich bei Darkness Falls auf Englisch spiele, weil die Übersetzungen teilweise einfach echt Mist sind. Oh, ich sehe gerade, wir haben... unsere komische Base schon wieder vollgestopft mit allen möglichen Scheiß. Oh! Ah, oh, sorry. Mir ist da gerade was eingefallen. Ich habe Kuchen gebacken, 16 Stück, und wir wollten nochmal in das Dungeon. Nur zum Verständnis, ich war jetzt ein paar Tage nicht da. Ich war arbeitsbedingt in Hannover unterwegs, so ein paar Tage, und hatte das jetzt voraufgenommen. Und ja, doch, Erinnerung. Ich meinte, ich sagte dir beim letzten Mal auch mal gucken, ob ich es bis dahin noch weiß. Ja, wir wollen noch mal in das Dungeon, was wir gefunden haben, mit diesem komischen Gift-Typen da. Müssen wir mal schauen, ob wir das gut hinkriegen. Ein Heiltrank wäre natürlich noch eine Option gewesen, aber... Oh, oh. Aber... jetzt weiß ich ja, dass diese Wurzeln einfach abzufackeln sind. Dann machen wir das. Oh. Öffnen. Gesundheitstrank. Ach, wie praktisch. Ja, den nehme ich auch mal mit. Ich würde mal sagen, ich esse jetzt vorher mal was. Kann ich den dann nämlich reinpacken. Okay. Es gibt hier wohl Leute, die Einwände haben über meine Anwesenheit. Why? Ich freue mich so auf die neuen Waffen. Why? Hat dein Freund auch was fallen lassen? Spontan würde ich sagen, nö. Gut. So, ich glaube, wir gehen hier gerade richtig, ne? Das war ja irgendwie in den Bergen. Wenn ich jetzt natürlich einfach falsch abbiege und nicht wieder da ankomme, weil ich mir das jetzt nicht gemerkt habe in der Zeit. Hier hatte ich aber auch schon gemacht, oder? Ah, ich sehe gerade das Problem, wenn ich das jetzt hier mache. Verschwende ich gerade die ganze Haltbarkeit von meinem Bogen. Die bräuchte ich vielleicht gleich bei einem Gegner. Oh. Hier waren wir aber dran. Die Kiste ist geöffnet. Hier rein. Ein bisschen was zu essen. Warte, hier ist Töpfe. Oh. Ich würde mal sagen, da bleiben auch Töpfe. Diese Windmühle da oben interessiert mich natürlich auch immens. Das werden wir uns dann aber ein andermal. Ich erinnere mich gerade an den Weg. Da war die Wurzeln hier hatten wir schon weggemacht. Ich glaube, wenn ich jetzt hier einfach den Weg weiter folge, müssten wir wieder da ankommen, wo ich hin will. Und unsere Erfahrungspunkte liegen da ja noch rum.
Das war ja wieder so ein Dark Souls-ähnliches Phänomen. Man stirbt an der Stelle, wo man gestorben ist, sind die Sachen. Und wenn man nochmal stirbt, bevor man die Sachen geholt hat, dann sind die Sachen weg. So wurde das, glaube ich, beschrieben beim letzten Mal. Die Kiste ist auch schon offen. Dann lasse ich euch mal am Leben. Ich muss erstmal wirklich schauen, dass wir da ankommen. Ah, ich könnte diese Tafeln da vielleicht nochmal lesen. Die dürften ja auch auf Deutsch übersetzt sein, oder? Obwohl, das war ja immer nur ein Satz, der irgendwie die Geschichte ein bisschen vervollständigt hat. Da, das haben wir, glaube ich, relativ gut hinbekommen. In Arcana gibt es keine Drachen mehr, nur noch tollwütige Biester. Okay. Ja. Gucken wir uns dann an. Ich gehe mal davon aus, dass ich da irgendwo auf die Gesamten zugreifen können müsste. So. Yes. Genau. Ihr seid zu zweit unterwegs. Hinten ist der nächste. Das beruhigt mich gerade ein bisschen. Wir sind hier richtig. Die Wurzeln sind noch nachgewachsen. Achso, du leuchtest wieder. Flamme-Essenz. Meine Hände sind völlig zerfetzt. Ich habe Dornen an allen erdenklichen und unvorstellbaren Stellen. Es tut weh, sich hinzusetzen. Das Schlimmste ist, dass ich das Gestrüpp nicht entfernen konnte. Ich habe gehackt, gesägt, geschnitten und gebettelt, aber nichts hat funktioniert. Gibt es irgendwas Interessantes im Kerker? Hornkopf hat mir aus irgendeinem Grund eine Fackel angeboten. Er muss verrückt sein. Ah. Ja gut, das ist der Hinweis, aber ha! Eigenlob? Aber ja, bist du selber drauf gekommen? Mit dem Feuer das zu probieren? Natürlich ist das jetzt keine Fackel, aber es ist trotzdem Feuer, das passt schon. Ah, komm. Danke. Das Grab der Ahnen empfängt mich mit dem Geruch uralter Verwesung. Untote Wächter wandern durch die leeren Hallen. Ich höre das Klappern ihrer uralten Knochen in der Dunkelheit. Bisher ist es mir gelungen, nicht von ihnen gesehen zu werden, aber ich habe nichts Wertvolles für Dora gefunden. Warum bin ich derjenige, der immer meinen Hals riskiert, während Dora sich im Lager ausruht? Diodorus, grab das aus. Diodorus, bring mir das. Sieht mich die Widerspenstige als ihren Bruder oder als ihren Diener? Oh, das eine schließt das andere ja jetzt nicht pauschal aus, ne? Oh. Mir ist das Geld wieder nachgewachsen hier drin, das ist auch gut. Oh, oh, oh. Oh, nö. Ich könnte mich doch jetzt nicht umbringen, Leute. Ich heile die Gegner ja auch hier drin, oder? Okay. Das Totengefäß ist ein bisschen aggro. Da. So. Und meine Spezialfähigkeit ist auch aufgeladen. Oh, das Essen ist ja noch... Oh, das habe ich jetzt verschwendet. Es hat mich um 10 Punkte geheilt pro Tick. Wow. Ja, gut. Der Apfelkuchen tut es erstmal auch. So, kommt hier gleich noch so ein Fass? Hier kommt auf jeden Fall gleich ein Gegner raus. Den erinnere ich mich.
Ein aus Interesse. Seid ihr feuerempfindlich? Hab ich mir gedacht. Ihr macht Feuerschaden, also solltet ihr vielleicht auch feuerresistent sein. Das ergibt ein bisschen Sinn. Oh, doch nicht. Ah. Einmal hochhalten. Okay. Da oben ist Bosskampf angesagt. Buchen ist in der Abklingzeit. Schweren Herzens vollziehen wir die Verurteilung unseres ehemaligen Gefährten und Freundes Barnabas. Oh, der Name sagt mir was, irgendwie. Dessen Herz und Fleisch vom Fluch des Gesichtslosen befallen sind. Sein entstelltes Gesicht wird in eine eiserne Maske gehüllt und Barnabas selbst wird in der alten Gruft eingeschlossen, bis ein Heilmittel für den Fluch gefunden ist. Schön, so jetzt kriege ich das mit dem Lesen auch ein bisschen besser hin. Oh, ab ins Gift. Woo! Muss ich mal gucken. Ich sehe meine Sachen hier gerade nicht. Oder hat sie der Gegner? Oh, das wäre so wie bei Dark Souls 3 oder Bloodborne. Oh. Du tust ganz schön weh. Nein, 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 nein. Aber wieder bei der Taktik, dass ich mich auf den Großen konzentriere. Da ist er. Ja, komm. Oh, ein Crit ist gut. Okay, okay, okay. Wir haben über die Hälfte schon geschafft. Jetzt, wo man ein bisschen Sinn und Verstand daran geht, klappt das irgendwie auch. Und zack, getroffen. Wow, der macht doch ordentlich Damage an meinen Sachen. Wow, das war ein Crit mit 7. Warte mal, ich habe einen Heiltrank. Okay. Gut, dass wir den gefunden haben, würde ich sagen. Wow, der Typ tut weh. Wow. Geil. So mag ich das. Bisschen herausfordernd. Und letzter. Wir haben ihn. Nice! So, ein bisschen hochheilen hier. Was hast du denn Schönes? Ein bisschen Geld und... Wow. Obwohl, er hat hier eine Kiste oben, ne? Vielleicht ist da noch was Cooles drin. Schwarze Armbänder und große Flammenessenz. Okay. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich meine Sachen nicht wiederbekommen habe, weil ich zwischendurch laden musste, oder ob wir die jetzt wiederbekommen haben oder ich es einfach nicht bemerkt habe. Oh. Ich guck mal ganz kurz, was diese Dinger hier machen. Oh, ich hab sie so rangezogen. Was?
Ja, wie fesseln. Sie wurden von einer fluchenden Kreatur getragen, die nicht in der Lage war, sie abzulegen. Fluchresistent. Habe ich das gerade richtig gesehen? Nicht in der Lage war, sie abzulegen. Und ich habe sie automatisch ausgerüstet. Ja. Ich kann sie ablegen. Verteidigung 14. Okay. Nett. Na du? Okay. Auch immer die einzelnen Münzen. Ja. Das ist etwas, was ich gerne hätte, würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir gucken, ob wir irgendwo einen Schlüssel auftreiben können dafür. Ich rieche eine Falle. Oh, nee. Das war das Öffnen. Das ist gut. Antike Amphore. Wow, wow, wow. Geh weg. Gucken wir mal, was diese antike Amphore ist. Sehe ich die irgendwo hier? Eine kleine Amphore aus blauem Stein, die mit Zeichnungen und antiken Schriften verziert ist, die man nicht übersetzen kann. Bei näherer Betrachtung zeigen die Bilder einfache menschliche Figuren, die auf Drachen reiten und in den Himmel fliegen. Okay. Ah, diesen Hechtsprung finde ich total geil animiert. Seid ihr schon wieder nachgespawnt? Habe ich zu lange gebraucht? Gib mir mal das Geld hier. Wow, eine Münze. Dafür habe ich den Aufriss jetzt gemacht. Naja, ist okay. Mann, gut, dass wir mittlerweile diesen Heilzauber haben. Da können wir es uns ein bisschen angenehm machen. Oh. So, du warst denn hier der Sklave, also der Knecht oder der Bruder, ne? Sei vorsichtig. Pass auf, dass du die wertvollsten antiken Artefakte nicht beschädigst. Oh, wo bleiben meine Manieren? Diodorus, der Archäologe, zu Diensten. Nicht weit von hier triffst du auch die Geißel meines Daseins. Meine Schwester. Dora, die Archäologin. Sieh mal, wir sind auch Pilger, genau wie du. Einst haben wir den Gesichtslosen herausgefordert und verloren. Wie alle anderen auch. Nachdem sie in neuen Körpern wiedergeboren wurde, beschloss Dora, sich den Geheimnissen der Vergangenheit zuzuwenden, um das Geheimnis des Fluches zu verstehen. Klingt das pompös? Eigentlich arbeitet Dora hauptsächlich an der Transkription alter Sprachen, während ich im Dreck wühle, um schlecht erhaltene Artefakte zu finden. Und damit habe ich ein kleines Problem. Ich sollte eine antike Amphore, habe ich gefunden,
In einer Gruft der Vorfahren in der Nähe für Dora finden. Aber es ist voller lebender Skelett und ein riesiger Verfluchter mit einer furchterregenden Metallmaske treibt sich in der Grabkammer herum. Vielleicht bist du mutig genug, in den Kerker zu gehen und die Amphore für meine nervige Schwester zu finden. Ja. Meine zerbrechliche Psyche kann einen weiteren Versuch eindeutig nicht verkraften. Ja, hier. Ich würde die Amphore Dora geben, aber ich überlasse dir die Ehre. Ich möchte nicht mehr als nötig mit dieser Viper zu tun haben. Es ist seine Schwester. Ja, ist okay. Du hast die Amphore. Worauf wartest du? Bring sie sofort zu Dora. Okay. Sie scheint ein kleines Biest zu sein. Okay. Biest. Ich hab da was. Das könnte dir gefallen. Komm, die nehme ich nochmal mit. Oh, die Kiefer nehme ich auch mit. Ich finde, die sind, sieht man relativ selten, also scheinen die wichtig zu sein. Hi. Hat also mein unordentlicher Bruder die Amphore für mich besorgt oder war das dein Werk? Andererseits ist es mir egal, wie du sie bekommen hast. Was für Runen haben wir hier? Was für eine interessante Art zu schreiben. Sieh du nur all diese Schnörkel an, das habe ich noch nie gesehen. Ich kann nicht jedes Wort entziffern. Ja, einige Dinge haben definitiv mit Drachen zu tun. Geflügelte Titanen lieben es, wenn... Ah, natürlich. Es ist das Verb kraulen. Und hier haben wir das Substantiv Nacken. Also heißt es, geflügelte Titanen lieben es, wenn man sie am Nacken krault. So ein Unsinn. Zeitverschwendung. Sonst nichts. Gib diesen nutzlosen Nachttopf meinem Bruder zurück, damit er diese Kritzeleien weiter bewundern kann. Sie ist ja schon so ein... Ein richtig kleines Schätzelein, ne? Um ehrlich zu sein, war mein Bruder vor seiner Wiedergeburt sogar noch lächerlicher. Du bist ja mies. Was habe ich denn hier eigentlich? Baupläne, ne? Für drei. Hier kann ich für Runensteine kaufen. Ah. Moment, jetzt sehe ich da oben auch was von Energiebarriere. Warte mal, sind diese Dinger, wo ich immer durchlaufe, vielleicht nicht quasi Map-Markierung, sondern eher Schutz vor Flugdrachen? Schauen wir mal. Links unter meinem Level, da, ja, verlängert man meine Hand so ein bisschen. Das weiße Symbol, habe ich gerade gelesen, ist Schutz vor Flugdrachen. Warte mal. Ja. Cool. Ich hab schon fast gedacht, man kann hier in der Gegend rumfliegen. Zumindest hatte ich das in den Trailern so gesehen, dass man als weiße Taube in der Gegend rumfliegen kann. So. Triff eine Abmachung mit Diodorus. Ja, schaffe ich. Außer er hat Ansprüche. Dann müsste ich da nochmal drüber nachdenken. Ist hier oben auch noch was? Nö. Guten Tag. Konnte Dora den... Wow. Alleskönnerring, Emotion, irgendwie Münze. Okay. Konnte Dora denn die Schrift auf der Amphore übersetzen? Sind wir dem Verständnis der Geheimnisse der Vergangenheit einen Schritt näher gekommen? Geflügelte Titanen lieben es, wenn man sie am Nacken krault. Jetzt denke ich gerade wieder so an Drachenzähmen leicht gemacht. Da finde ich, haben die Drachen doch recht viel Ähnlichkeiten zum Verhalten von Hunden bzw. Katzen. Und die mögen es, wenn man sie im Nacken krault. Also ich finde, das ergibt Sinn. Das ist komisch. Ich kann mir Doras verzogene Miene vorstellen, als sie das durch die Zähne gezischt hat. Nein, es hat uns zwar den Sieg über die Gesichtslosen nicht näher gebracht, aber das war es auf jeden Fall wert. Jetzt wissen wir mit Sicherheit, sollten wir jemals einen lebenden Drachen treffen, müssen wir ihn auf jeden Fall am Nacken kraulen. Ja, wenn er uns ranlässt. Die Wiege der Hüter ist der perfekte Ort für die Forschung. Hier ist die Macht des Gesichtslosen geschwächt und es gibt nur wenige Verfluchte. Keiner kommt mir in die Quere oder lenkt mich ab. Naja, außer dir. Und? Willst du nicht Archäologe werden? Überleg es dir.
Ich sehe nichts Voreingenommenes daran, dass wir uns lieber mit den Artikel anstatt mit dem stumpfen Abschlachten von Verfluchten beschäftigen. Achso, okay. Okay, die Abmachung mit ihm war ja jetzt relativ überschaubar. Machen wir jetzt einfach mit der Map-Erkundung weiter. Machen wir mal hier. Ah, ein paar Schweine. Nee. Die zwei Dinge. Man könnte da jetzt hochlaufen oder hier über die Brücke. Ich schau mal das Konzept hier hoch an. Auch wenn ich gerade fast das Gefühl habe, dass wir hier schon mal waren. Oh. Ihr wart gratis EP, ne? Runenstein. Runenstein. Mit der kann ich die Blaupausen bei Dora kaufen. Natürlich waren wir hier schon mal. Ist das Portal? Ach so, ja. Waren wir auch da oben schon? Oh, kann sein, dass wir vielleicht mit der Map sogar grob durch sind hier. Beziehungsweise, ich habe doch ein Sprungrätsel gesehen. Nee, die Windmühle haben wir auch noch nicht angesehen gehabt. Jetzt muss ich echt mal schauen, ob wir hier oben auch waren. Ich glaube, ich würde mal fast sagen, ja. Das heißt, wir sind an diesem Dungeon da einfach vorbeigerannt das letzte Mal. Als wir hier waren. Ich glaube, hier oben ist nämlich noch einer von den ersten vier Bossen. Und das hatten wir noch nicht. Die Horden der Verfluchten nehmen kein Ende. Wir haben unsere Klingen abgestumpft, als wir auf ihre Körper einhackten. Aber wir halten durch. Vorerst. Der Orden der Sucher wird nicht im Abgrund untergehen. Ich gebe mein Wort und sei es nur in diesem Tagebuch. Es gibt noch so viele unglaubliche Rüstungen, so viele Schilde, die ich erschaffen kann, um meine Brüder zu schützen. Oh. Du siehst tot aus. Die Leiche blutet sogar noch. Hier oben war ich noch nicht. Und das ist, glaube ich, die letzte Tafel, die wir noch brauchen. Sehr schön. Die nehmen wir mit. Was ist das? Die alten Hüter stiegen diese Stufen hinauf. Ach so. Okay. Das Buch von Kronos. Der Gesichtslose residiert in der Eiszitadelle, aber seine Macht erstreckt sich durch den Fluch auf ganz Arkana. Sei vorsichtig, Pilger, denn Wahnsinn wartet auf uns alle. Haben wir jetzt das Buch bekommen? Steht da alles drin? Ah. Cool, wir können es gegen irgendwelche Gegenstände eintauschen. Das finde ich gut. Das heißt, wir werden auf jeden Fall wieder belohnt dafür, dass wir uns hier umgucken. Oh, das mag ich, das Konzept. Ich gucke mich ja so gerne um. Ich glaube, das sind alles noch Bereiche, die wir uns anschauen können. Ich bin gespannt, wo die Reise noch hinführt. Was sagen denn unsere Quests eigentlich? Beziehungsweise, wo war denn das Menü mit meinen Quests? Nicht unter Freunde. Dano, was ist das? Oh, hier, Flug. Hä? In der Luft Space, um zu fliegen? Hä?
Anscheinend nicht. Aufgerüstete Gebäude. Gebäude aus Ästen verschrotten Schnellen sind nicht für Gebiete mit rauen Wetterbedingungen geeignet. Oh krass, man muss auf Wetterbedingungen achten. Ja, Baumodus, Rituale, vollende das Ritual rechtzeitig, um die Flamme zu halten. Ja, weiß ich. Tod, kehren den Ort des Todes zurück, um deine Flamme abzuholen. Ja, das hat jetzt nicht so geklappt. In den Gartenbeeten werden verschiedene Arten von Essenzen angebaut, die für den Bau, den Kampf gegen Bosse, das Zurücksetzen der Fähigkeiten und vieles mehr benötigt werden. Aha, Unterkunft. Baue Gebäude mit Wänden und einer Decke, um dich vor dem rauen Wetter zu schützen. Der Statuseffekt Unterkunft zeigt dir an, dass es hier sicher ist. Ja, so richtig Hausbauen müssen wir auf jeden Fall noch machen. Kampfenergie. Bekämpfe deine Feinde und fülle deinen Energievorrat auf. Halt, ja, das weiß ich, das habe ich verstanden. Da, bla, bla. Kochen. Füge Stämme hinzu, um das Lagerfeuer zu entfachen. Entfache das Feuer und füge die Zutaten hinzu. Drücke auf Kochen. Ja, okay. Den Kram habe ich verstanden. Schnellreise. Aktiviere Teleporter, um zwischen ihnen zu reisen. Wenn du stirbst, wirst du am nächstgelegenen Teleporter wiederbelebt. Genau, deswegen ist es ja eigentlich wahrscheinlich auch echt schlüssig, in der Nähe von einem Teleporter zu wohnen. Hier sind meine Quests. Haben wir tatsächlich nur die eine. Haben wir denn hier jetzt schon alles fertig? Hier sind noch zwei Rätsel, glaube ich. Die Windmühle fehlt noch. Hier ist anscheinend auch noch was. Hier fehlt auch noch was an den Eisdingern. Und wir waren auch noch nicht hier oben. Gut, haben wir was für die To-Do-Liste. Ich würde mir gerne den Bereich hier oben noch anschauen. Und die Windmühle. Und natürlich können wir die Dinger gleich mal mit abarbeiten. Wir sind hier, glaube ich, hier, ne? Ne, wir sind hier. Genau, Markierung hinzufügen. Ach so, das ist das Portal. Okay. Ich würde gerne hier hin. Ja, ja, so ein, zwei Dinge noch, die man sich angucken kann. Sehe ich die auf der Map? Ja, sehe ich. Perfekt. Super. Lassen wir so stehen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, super gerne Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.